Wir sind wieder da. Die Partie, wie wir gleich sehen werden, heißt NRG gegen Mousesports. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte werden, denn Mousesports ja mit komplett neuem Roster. Wobei man eigentlich sagen muss, Bricks Roster jetzt bei Mousesports so ungefähr und NRG ja auch mit dem neuen Mann Turbo Forcer drin, dafür Fireburner raus, der jetzt Coach bei C9, haben wir eben gesehen. Das wird eine sehr interessante Partie. Ja. Mousesports mit neuem Team, beziehungsweise Team mit neuer Org und so weiter und so fort. Und auch NRG jetzt mit leichten Veränderungen haben beide gestern sehr gut gespielt. Heute treffen sie aufeinander. Und für eins der beiden Teams muss es hier an diesem Punkt ins Lower Bracket gehen. Und ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wer es da für mich sein wird. Aber wir nochmal auf den gestrigen Tag zurückblicken. Mousesports 3-0 gegen 1NE gewonnen, danach 3-2 gegen Aura verloren. Das erste kleinere Upset, wobei Aura natürlich mit Tigre, Ocelon und Extra auch ein starkes Team ist, und dann nochmal 3-0 souverän gegen Paradox qualifiziert für Tag 2. NRG sah dominanter aus, 3-0 Nameless und 3-0 gegen Chiefs, wobei Chiefs eigentlich einen guten Job gemacht hat. Das sieht auch härter aus, als es eigentlich war. Allerdings in meinen Augen ist NRG immer noch eins der Top-Teams, wenn nicht sogar der der das Ding hier gewinnen könnte. Vielleicht kurz als ergänzende Information für euch. DreamHack Leipzig hat Dignitas gewonnen gegen Vitality im Finale. Sag ich doch, war ich live dabei. Naja, war alle live dabei. Live. Auf der anderen Seite, hier auf der Stage, sitzt Mousesports mit folgendem Roster. Da haben wir Speed mit hoher Geschwindigkeit auf dem Feld unterwegs. Daneben sehen wir Kux hier, wenn die Kamera uns das gleich mal zeigt. Ja, da ist der Kollege. Ja, gefühlt der einzige Italiener, der im europäischen Rocket League Pro-Bereich irgendwie relevant unterwegs ist. Dafür allerdings auch einer der relevantesten Spieler, die Europa seit langer Zeit zu bieten hatte. Jetzt bei Mousesports mit A Lot. Ja, wir mal gucken, ob dieses Roster jetzt größere Erfolge verzeichnen kann. Kux hier, Stern scheint so ein bisschen abzusteigen aktuell. Vielleicht kann er allerdings nochmal wieder an vergangene Leistungen anknüpfen. Ja, und hier sieht man auch Lethermeyer als Coach. Ist jetzt übrigens auch fester Coach von Mousesports und hat Rams ersetzt, der vorher Coach bei The Riggs war. Genau. Ja, das wird alles sehr interessant sein zu sehen. Also Alot und vor allem Kux hier, sehr alte Hasen. Speed jetzt noch nicht so seit extrem vielen Jahren im ganz oberen Pro-Play-Bereich mit dabei. Aber ich finde ein sehr interessantes Team. So, für mich haben sie definitiv die gute Mischung aus Talent und Erfahrung, um das nicht nur hier bei der DreamHack, sondern auch in der anstehenden RLCS-Saison weit zu bringen, aber muss auch erstmal gemacht werden. Jetzt eine kleine Härteprüfung gegen NRG, eines der besten Teams aus Nordamerika. Da kann man jetzt, ich wollte sagen Style Points sammeln, aber da kann man wichtige Erfahrungen mitnehmen, würde ich mal behaupten, und im Idealfall auch noch einen Win. Ja, aber auch Mousesports natürlich mit verändertem Roster. Anstatt Mystic ist jetzt A Lot dabei. Vorher auch schon bei Mousesports gespielt, allerdings jetzt natürlich mit zwei neuen Teamkameraden. Da sie eigentlich abgestiegen sind in die ALS. Ja. Eigentlich auch, ich sag mal, das ist der A Lot-Fluch, weil die vorletzte Season ist er abgestiegen mit Complexity, wenn ich richtig bin. Hat dann das Team gewechselt zu Mousesports, wieder in die ALCS, ist mit Mousesports wieder abgestiegen in die ARS und jetzt wieder zu The Bricks, beziehungsweise jetzt wieder halt zu dem neuen Mousesports gewechselt, welche wieder in der ALCS spielen. Also hoffen wir mal,
Auf dem Weg zum Three-Time. Dass wir, richtig, dieses Mal Lot nicht absteigen sehen, das wäre schön. Also wir haben ihn ja theoretisch nicht absteigen sehen, so. Nur seine Teammates und die Ork und der ganze Rest. Aber er, ja, ihn eigentlich auch. Ja, er ist, ist aber abgestiegen, ohne abzusteigen. Ja, ja. Aber ja, Lot, der Wechselkandidat, der in Europa gerne mal das Schiff nimmt, was noch in Erstklassigkeit segelt, während er regelmäßig sinkt. Ja, Pickens werden gemacht drüben. Gibbs hat natürlich ein NA-Team genommen, wer hätte es gedacht. Und das können wir jetzt auch mal machen. Also nicht NA-Teams picken, sondern unsere Predictions hier reinflattern lassen für die anstehende Serie. Und ich schieße aber meinen ersten Shot und sage, Mouseboards holt das Ganze nach einem 3-2-Fight irgendwie nach Hause. Ich muss mich Gibbs anschließen. NRG sieht halt einfach sehr stark aus. Gestern kein Game gedroppt. Hier BTS den Rocket League Summit gewonnen. Mein Pick geht 3-1 an NRG. Ja, ich kann mich da eigentlich Jonas anschließen. Mouseboards hat dir eigentlich auch durch eine recht starke Performance überzeugt bisher. Ebenso aber NRG, und ich denke, sie werden noch weitere daran festhalten, geben aber ein Spiel am Mouseboards ab. Auch ich würde sagen 3-1. Und auch der Community Vote sagt 63% Energy und 37% Mouseboards. Jo, damit ist klar, wer das Ganze holt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wir haben uns zumindest festgelegt. Ja, ich sehe eigentlich auch NRG vielleicht in der besseren Ausgangsposition, aber ich habe Vertrauen in das europäische Mixed-Team da aus Italienern, Dänen und Schweden, glaube ich. Beziehungsweise, naja, schauen wir mal, wie das Ganze so laufen wird. Speed ist, kommt aus UK. Speed kommt aus Lot ist Schwede. Das ist später gegangen. Dann war gar kein Däne dabei. Naja. Aber lassen wir uns von meinen schlechten Geografiekenntnissen nicht ablenken. Die Partie steht an. NRG. 100% der Stimmen im Chat sind übrigens für NRG. Ah, guck an. Gut, es sieht so aus, als würde Partie 1 jetzt starten. No, vielleicht auch noch nicht. Wir sehen noch Alot ein bisschen an seinen Kopfhörern rumopieren. Naja. Aber diese Kameraeinstellungen verraten uns, dass es gleich losgeht. Losgeht. Wow. Na, NRG sieht auch einigermaßen bereit aus und entspannt. Beide Teams hier noch im Upper Bracket unterwegs, dementsprechend. Ja, Druck da, aber es wäre nicht die größte Katastrophe hier, diese Serie liegen zu lassen. Match 1 startet NRG in Blau gegen Mouseboards auf Orange. Und ich begrüße euch zur zweiten Begegnung des heutigen Tages. Zusammen mit Bass. Moin. Da wurde es auch gleich mal ein bisschen gefährlicher für Mouseboards. Man hat aber früh genug gesehen, okay, der geht an den Pfosten und Speed nahm sich da die Zeit, um das Spiel erstmal vernünftig anlaufen zu lassen. Juicy Justin ist jetzt nicht mehr nicht so juicy wie gestern. Ja, vielleicht hat er scheinbar wieder gefangen. Ja, Orangensaft intus und zack, sehr juicy. Er ist hydriert, würde ich behaupten. Oh, Speed. Sehr schön. Bekommt halt sowas wie ein Double Tap. Reicht allerdings nicht. Cooks hier passt zu a lot. Oh, der kommt eher so schlecht als recht an, aber Ball ist noch heiß. Justin wird sich da hinten befreien. Speed gegen Garrett G. Geht neutral aus. Cooks hier ist da. A lot verpasst den Ball. Und Speed in der Luft. Ah, langsam wird es Zeit für Mouseboards da, nochmal den Ball weit nach vorne zu spielen. Sonst klingelt's. Und Justin macht dir gleich den ersten Treffer für sein Team klar. Gerade als ich sagte, es wird Zeit, fliegt Alot wieder am Ball vorbei und dann Shepard's hinten in der Bude. Ja. Früher Führungstreffer nach einer guten Minute für NRG im ersten Game. Noch nicht tragisch, aber
hätte nicht sein müssen. Aus der Sicht von Maus natürlich. Oh, Speed mit dem schnellen Ausgleich. 1:1, Top Corner, das Ding reingeschweißt. Das ging sehr schnell hier nach dem Kickoff. Garrett entschließt sich da nochmal den Boost mitzunehmen, deswegen da keiner ihm fehlt, um diesen Ball zu contesten. Und dann Speed, ja, mit hoher Geschwindigkeit da in die Lücke gestoßen und kommt zum Schuss. Da hat sich Energy auf den falschen Fuß erwischen lassen nach dem Anstoß und da der schnelle Ausgleich. Ja, Spiel wieder auf Null gesetzt, geht quasi wieder von vorne los, der gleiche Song nochmal. Man kennt es, Turbopolzer. Ja, versucht jetzt den Angriff aufzubauen. Der Pass geht aber deutlich ins Leere. Oh, der ist drin. Fliegt am Ball vorbei. Und es ist wieder Speed, der hier den Treffer erzielt. Da unten a lot mit dem Bump gegen Justin. Das war schon mal wichtig. Garrett G da am Backboard. Nicht mit dem Contact Richtung Ball. Das ja, war der kritische Moment. Deswegen Speed mit dem freien Schuss aufs Tor. Das denn über die Seite setzt sich hier gegen den ersten Verteidiger durch, aber Lott stand schon bereit. Energy nutzt die Möglichkeit jetzt nicht Druck aufzubauen, lässt Maus den Raum um den Ball erstmal wieder zu clearen. Jetzt geht's wieder von hinten los. Aus der rechten Ecke versucht es Justin. Das wird gefährlich hin. Garrett G muss da erstmal den ersten anfliegenden Ball parieren. Aber jetzt gerade ist es doch wieder ein bisschen verhalten auf beiden Seiten. Geht nicht besonders viel Risiko ein. Das kann man im jetzigen Stand des Spiels auch so machen. Ja. 2:1 erstmal ein stabiles Ergebnis für Mausbots, die sich hier ganz gut halten. Guter Pass in die Mitte, aber der kommt nicht an. Lott ist da, um dann nochmal wieder zu verlängern, aber wieder sehr, sehr niedrig mit Boost beschenkt, der Kollege. Jetzt dann nochmal die Gelegenheit, vorne den Gegner ein bisschen einzuschnüren. Er nimmt den Ball an, versucht hier alleine an Justin vorbeizukommen. Das hat nicht besonders gut geklappt. Oh, guter Pass auf Turbopolzer, schön verteidigt allerdings. Orangen im Team hier. Ja, da war es Lott, der da gut interveniert hat. Der hatte ja so den ein oder anderen Wackler im frühen Spiel. Hat vielleicht noch einen Moment gebraucht, bis er wach wird. Ist ja auch für Mausbots heute das erste Spiel auf der Stage. Und es könnte auch schon das letzte für heute sein. Der Gewinner qualifiziert sich schon für den dritten Tag. Ja, hier gibt es also für beide Teams ja, eine frühe Pause zu gewinnen. Also, dieses Spiel ist auf beiden Seiten nicht ungefährlich, aber die anfliegenden Bälle werden früh genug verteidigt, um der großen Gefahr hier noch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das klappt bisher noch ganz gut auf beiden Seiten. Zum Nachteil allerdings gerade für Energy, die hier immer noch mit einem Treffer zurückliegen und die letzte Minute läuft jetzt an, der mit dem Tor landet. Mit dem Hattrick 3:1 für Mausbots. Der macht das hier alles wieder komplett alleine. Ja, 1:1 gegen Turbopolzer. Der überhaupt nicht ernst nimmt an der Wand, setzt er das ganze Ding durch. Also Speed gefällt mir gerade extrem gut in der Serie. Guck's hier bisher mit einer soliden Leistung. Hat sich keinen einzigen Fehler bisher erlaubt. Hält das Team sehr gut zusammen. Ja, Lott mit dem ein oder anderen defensiven Wackler. Aber vielleicht reicht das auch. Guck's hier, setzt sich durch an den Pfosten. Ball ist nicht drin. Jetzt Kontergelegenheit. Aber Speed nimmt das Tempo raus. Oh, quer vor das eigene Tor gelegt. Das kann ins Auge gehen, tut es aber nicht. Und die aber Uhr läuft für Mausbots runter. Ungefähr das Beste, was Speed hätte machen können. Zeit rausholen. Bei dem Gegner nicht direkt auf die Haube spielen. Das hat zum Glück noch geklappt. Speed, nee, Lott ist es. Versucht ja einfach mal ein paar Sekündchen noch ablaufen zu lassen. Das scheint auch gerade der Plan beim Mausbots zu sein. Ja, das wird auch reichen. Sekunden. Reicht. So. Die 1 ist durch. Mausbots holt das Ganze hier. Jetzt vermutlich einen 3:1. Vielleicht wieder noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben, aber der Rest ist jetzt auch alles komplett egal.
Map 1 für Mouseboards. Und, ja, guter Auftakt, würde ich sagen. Wir haben, also bis auf die hat eigentlich niemand für Mouseboards getippt. Jetzt stehen sie hier in der Series mit 1-0 in Führung. Natürlich schauen, wie Energy jetzt darauf reagieren wird. Ja, das sieht nach glücklichen Gesichtern da beim Mouseboards aus. Sie können auch mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Energy, ja, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, was sie hier gezeigt haben. Also nach vorne hin schon mal sehr, sehr gute Kombinationen, aber bei den Gegentreffern halt auch nicht immer so super frisch ausgesehen. Hier nicht schnell genug als Speed. Da sehen wir Speed im Double Tap, Garrett G verpasst. Ja, auch was man verteidigen kann. Hier Speed im 50-50 gegen Turbopolster, der da so nicht verlieren darf. Von daher. Ja, wir haben es ja auch gerade nochmal gesehen im Replay. Lot war auch so. Wie ist das passiert? Ja. Das ist halt, wenn Energy noch so ein bisschen im Schlummermodus ist. So. Gucken wir mal, ob es für Energy heißt Snooze-Taste oder Aufstehen. Ja, also. Map 2. Auf dem Papier hatte Energy eben auch das leichtere Spiel vorher. Mouseboards hatte eine scheinbar sehr intensive Series schon gegen Rogue gehabt, die bis ins fünfte Spiel ging. Energy hat seinen vorherigen Gegner Lotus einmal mit 3-0 durchgereicht. Gut, Lotus, das südamerikanische Team, jetzt auch nicht mit der großen LAN-Erfahrung und so weiter gesegnet. Ja, aber stolz können sie auf sich jedenfalls sein, dass sie im zweiten Tag angekommen sind. Sie müssen jetzt ja gerade gegen Rogue spielen. Schauen wir mal ganz fix, ob das schon läuft, das Spiel, oder ob wir warten. Ja, Mouseboards macht wieder da weiter, wo sie aufgehört haben gegen Energy. Und das ist, schön nach vorne spielen, Chancen erarbeiten, hinten solide verteidigen und gucken, was geht. Das funktioniert extrem gut. Und solange Energy nicht hier die großen Geschütze anfängt auszupacken, wird das auch erstmal gut gehen. Ja, Spiel 2 geht ja erstmal so weiter, wie der größte Teil von Spiel 1 auch durchgeführt wurde. Wird zum richtigen Zeitpunkt hier verteidigt, bevor es wirklich brenzlig wird. Und der Ball wird immer hoch und weit nach vorne gespielt. Turbopolster schickt hier, weiß man, direkt zurück. Lot schickt die Retourkutsche vor. Genau, bei Energy, die Passspiele laufen da noch nicht so wirklich. Wenn sie dann da mal ankommen, ist die Verarbeitung nicht sonderlich gut und eine große Chance herausgespielt haben sie sich in diesem Match eigentlich auch noch nicht. Von daher, die laufen immer noch nicht richtig warm. Wäre jetzt die Aufgabe von Mouseboards, das auszunutzen, solange Energy noch nicht so hundertprozentig auf ihrem Level spielt, wo sie spielen könnten. Lot versucht ja dann ein Flip Reset, man weiß es nicht so genau, bleibt auf jeden Fall am Gegner hängen. Energy in der Vorwärtsbewegung. Ja, also das Spiel wirkt klar gerade etwas schläfrig. Sagen, Ausbruch schafft es gerade nicht, sich hier aus der immer stärker werdenden Offensive von Energy zu befreien. Und gerade als ich sage, schaffen sie es dann doch. Der Caster Curse hat mich jetzt auch erwischt. So, Speed schleudert die Kugel wieder zurück in die gegnerische Hälfte. Er läuft am Ball vorbei. Ja, wieder ein kleiner Wackler vom Schweden. Ja, Turbopolster. Das sind alles Saves, aber das sind Saves aus Bällen, die ans Aluminium gegangen wären. Von daher auch zielwassermäßig bei Energy noch Tankbedarf da. Ah, noch fehlt noch so ein Magic Wasser. Die Magic Zielwasser. Immerhin defensiv läuft es gerade deutlich besser. Der kommt nicht an. Ja, schöner Pass da angesetzt. Jetzt hier im 1 gegen 1 gegen Garrett, verliert da. Der ist allerdings nicht so, dass Riesentempo aufbauen kann. Alle Spieler von Mouseboards sind wieder hinten. Oh, oh, oh.
Speed. Oh mein Gott. Ja, hast also... Hast du gesehen, wie er da durch vorgefahren ist, um den zu saven? Der ist gebumpt worden von NRG, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann kommt er da durch die Decke, um diesen Ball zu saven. Also aus der Seite von NRG sah es wirklich sehr eigenartig aus. Das sieht Heilige. Nach so einer klassischen Situation aus, wenn die Kugel da vom Tor liegt und niemand will ihn reinmachen oder verteidigen erstmal. Das kennt man aus dem Ranked. Aber da war... Ja... Von der anderen Seite von Maus deutlich mehr hinter. Dass der Ball nicht reingeht, ist eine Tragödie für NRG. Ja, beziehungsweise das auch gefährlich. Oh! Speed 1:0 durch den, den ich jetzt schon zum MVP für diese komplette Series kröne, weil eben hat er den Ball rausgefischt, die drei Tore aus dem ersten Spiel gemacht und haut jetzt diesen rein. Also der spielt gerade richtig, richtig gut. Macht quasi alles für Mausports. Und jetzt Anstoß. Lots an den Pfosten. Justin ist noch da. Aber Offensivspiel von Mausports bleibt weiter aktiv. Und sie sind wieder ja, in einem komfortablen Zeitfenster. Ne? Gleich noch 30 Sekunden. Ein Tor vorne. Das sieht wieder alles sehr, sehr gut aus für Mausports. Ja, wir haben es ja auch schon erwähnt. Gestern schon eine sehr starke Performance gezeigt. Es lässt auch heute nicht nach. Es sieht zwar ein bisschen danach aus, als würde nur Speed die Arbeit hier leisten, der bisher alle vier Tore für sein Team geschossen hat, aber das funktioniert natürlich nicht ohne, ja, ohne Zurückgrat dahinter. Nee. Also Speed kann natürlich auch nur so gut spielen, weil er das stärkste Captain-Glied hier von Mausports aktuell ist. Ja, ohne die anderen kommt er natürlich aber auch nicht weiter. Aber die letzten Sekunden ticken gerade alle runter und da ist es durch! 2-0 Mausports, Energy, jetzt hier mit dem Rücken sehr weit an der Wand. Also sehr, sehr weit. Und das waren einfach zwei sehr gute Spiele von Mausports, muss man sagen. Also Speed mit den Akzenten vorne und hinten, die einem jetzt im Gedächtnis bleiben, spielt aktuell extrem gut. Ja, hat definitiv die beiden Partien hier für Mausports gewonnen. Muss man einfach mal so sagen. Die anderen beiden fügen sich in dieses Bild auch gerade sehr gut. Ne, Erlott hin und wieder mal so mit so einem kleineren Wackler, hat sich aber gegeben. Ne, in den ersten Sekunden von Partie 1 war das noch ein bisschen ja, beunruhigender. Und Energy kommt einfach nicht ins eigene Spiel rein. Ja, Speed ist gefühlt auch einer der Spiele, die immer mal so durchgereicht werden, wo er gerade gebraucht wird. Jetzt gerade bei Mausports zusammen mit Pux hier hingegangen. Erlott haben sie ja behalten. Vorher war er bei Triple Trouble, wenn ich mich nicht irre. Für mich vollkommen unverständlich, dass er da nicht schon weitaus früher irgendwo in feste Hände genommen wurde. Mhm. Er hat immer durch sehr herausragende Performances überzeugt. Und auch das macht er heute weiterhin. Ja, und jetzt zum dritten. Mausports in einer sehr komfortablen Ausgangssituation. Kann jetzt das Ticket für... ja, Tag 3 in diesem Spiel schon buchen. Damit wären die bestimmt alle sehr zufrieden, denn ein Sieg hier gegen Energy, der ist definitiv nicht selbstverständlich, aber jetzt muss der letzte Streich auch noch geführt werden gegen diesen starken Gegner, der auch im Angriff ist. Turbopulsar nur gegen den Pfosten und Speed dann mit dem langen Konter. Ich hab's ja gesagt, einen Boost zu klauen, aber Energy ist mal wieder im Spielaufbau. Pass wird von Cux hier unterbunden. Oh, guter Pass in die Mitte auf Elot, aber Energy steht schon im Tor. Jetzt vielleicht noch der Nachschuss. Cux hier. Oh, Cux hier! Cux hier! Die jetzt. Zweite Person, die hier Tore für Mausports schießt. Ja. Im dritten Spiel, im Matchbeispiel. Ja, unlucky. Da sind sie zu zweit reingekommen. Die Italiens ist da. Da haben sie zu zweit versucht, den zweiten Schuss zu halten. Einer, der seit vor den Anfängen von Rocket League schon dabei ist. Stimmt. Jetzt sitzt hier auch mal wieder seine Marke. Also Cux hier freut mich jedes Mal zu sehen, wenn er noch in den Top-Partien oben mit dabei spielen kann, weil er ist ja jetzt schon seit, nicht nur seit der ersten RLCS-Season Rocket League Pro-Player, sondern eigentlich schon seit der Alpha-Version. Ja. Mitte 2015. Die MLG noch. So lange am Top-Level zu halten. Ist eine Leistung.
Also, ja, sieht man nur selten. Oh, so gefällt. Justin ist immer noch hinten. Speed kommt da schon an. So, Mausboard. Na, Überzahl jetzt. Speed leitet weiter. Ah, da wird erstmal nichts drauf. Ja, guck's hier. Oh! Tor durch Garagee, der Doink. Richtung Tor, der war richtig schnell. Müssen wir nochmal gucken. Ah, Speed kommt da einfach nicht mehr ran hinten. Hochgeschwindigkeitstreffer. Ja, wie ich sagen wollte, Kuxia war ja quasi auch schon dabei, bevor Rocket League überhaupt auf dem Markt war. War schon bekannt in dem Vorgänger Battlecast in der Kurzform. Hm. Wir erinnern uns damals an den sogenannten Kuxia-Spin. Den heutzutage im Prinzip jeder irgendwie beherrscht. Aber das war damals eine Besonderheit. Damals schon auf dem Top-Level, heute immer noch. Oh. Ja, also ja, wirklich einer. Oh, oh, guck's hier! 2-1. Und was ist da schiefgelaufen beim Torhüter? Justin guckt nur zu, wie das Teil einschlägt. Weil man aber auch sagen muss, der sieht aus, als würde er gegen die Latte gehen und tippt da noch unten rein. Also das ist ganz, ganz filigran Arbeit, was uns da gezeigt wird. Und ja, wenn man Justin Missplay von Justin hinten, muss man einfach so sagen. Klar, er denkt, der Ball geht gegen die Latte und wartet dann auf den Bounce, um den dann wieder rauszuspielen. Setzt dann nochmal wieder zurück, aber verschätzt sich da einfach. Und muss man sagen, der war einfach zu smart für ihn gespielt, scheinbar. Dann hat man sich eben die Cam angesehen. Fahrzeug kennt das Justin darüber gar nicht. Oh, Turbo-Polzer. Ja, Energy drückt hier aufs Unentschieden. Müssen sie natürlich auch machen. Sie sind jetzt hier in einer ganz ungünstigen Ausgangssituation. Bei einem Tor hinten. 2 Minuten knapp zu spielen. Und die Serie, ja, könnte hier mit 3-0 an Mausboards gehen. Und das würde uns wirklich alle überraschen. Ja, alle Experten hatten auf Energy getippt. Nur ich hatte gesagt, ja, Mausboards kann das hier 3-2 holen. Und aktuell, ja, da liegt hier ein 3-0 in der Luft. Aber noch ist es nicht durch. Garagee Richtung Backboard. Cooks hier lenkt da ab. Wichtiger Touch. Lot verlängert in die blaue Hälfte hinaus. Und Energy läuft an. Oh, es ist gefährlich. Also Energy jetzt deutlich aktiver in der Offensive. Bisher reicht es noch nicht ganz. Sie haben noch 90 Sekunden Zeit. Und Mausboards muss aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrumpeln lassen. Richtig. Dass sie hinten die Koordination bewahren. A lot. Man kann natürlich auch versuchen, die gute Minute jetzt noch runterzuspielen. Das ist bei dieser Kleinführung aber nicht ganz so einfach und nicht hundertprozentig optimal, würde ich sagen. Guckt sie am Ball vorbei. Das war sehr gefährlich. Speed setzt sich dann doch nicht gegen seinen Angreifer durch. Aber jetzt wird es langsam eine kleine Verzweiflungspartie. Turbopolster hinten zerstört, aber das bringt jetzt nicht den Erlösungstreffer zum 3-1 für Mausboards, die sich bisher allerdings hier gut verkauft haben. A lot. Wichtig, dass er den da zur Seite wegbringt. Speed setzt sich hier gegen 2 durch. Noch Garagee kann ihn nicht wirklich aufhalten. Na, jetzt doch. Da ist er nochmal hinterhergefahren und hat ihn gejagt, aber das kostet wertvolle Zeit. Tor vor allem ist relativ weit offen. Geklaut. Energy auf sehr, sehr, sehr leeren Tanks in der Defensive. Und auch wenn er nicht drin ist, guck's hier, kauft da so viel Zeit mit. Es kann hier eigentlich nur noch einen Angriff von Energy geben und den können sie definitiv verteidigen. 10 Sekunden noch. Das Ding muss weg vom eigenen Tor. Turbopulser versucht es in der Luft. Justin ist da, aber das der Zero Second sein. Kann es eigentlich gar nicht Guck's geben. Hier schön weitergeleitet. Noch ist Garagee da. Und der ist gefährlich. Der Ball bitte immer noch nicht da. Guck's hier, kann er den killen? Ist schneller als Turbopolster. Justin nochmal in die Mitte rein. Speed bleibt an Justin hängen. Jetzt ist er laut da. Bringt ihn zur Seite raus. Da wartet Garagee mit dem Pinch, aber der war zu stark. Boah. 3-0 Mausboards. Bringen die Ein-Tor-Führung über die Zeit. Ja, Lotz denkt sich auch so. Das war was. Ja, Energy mit 3-0 gegen Mausboards runter. Das ist eine deutliche Sprache.
konnten hier kein einziges Spiel holen, auch wenn die Partien selber knapp waren. Großes Ausrufezeichen von Mousesports, definitiv. Sehr, sehr, sehr großes Ausrufezeichen von Mousesports. Ja, also mit einem 3:0 hätte, glaube ich, wirklich nicht eine einzige Person auf dieser Welt gerechnet. Währenddessen läuft hier schon eins der Lower Bracket Spiele. Da steht es gerade 1:1 zwischen Space Station Gaming und Plot Twist. Der Gewinner aus diesem Spiel muss dann gegen Energy ran. 3:0 Mousesports, das ist wirklich stark, wo sie vorher 5 Games gegen Rogue brauchten. Ja, also muss man einfach sagen, Hut ab und ab in eine Pause.